Ja, jetzt klappt's. Okay. Einfach mal nur das Ethernet umändern. So, das gleich mal schließen. Und PD2 öffnen. Ja, das ist halt das Und dann Problem. achte mal auf das Logo, was dann gleich aufblitzt. Das Ja, sieht aus ja. wie diese Runenzeichen da. Ach, du meinst die am Das Warpgate. Starbreeze-Logo. Ja, Tiron, ich habe den Stream kurz beendet, weil da irgendwie ein Fehler aufgeblitzt ist. Einmal mit Stream. Ein Fehler. Irgendwie, weil sich bei OBS irgendwie wieder automatisch was. Okay, Overkill. Ja. Einfach umgestellt hat. So, Spielaufnahme, Eigenschaften, bestimmtes Fenster, PD2, okay. So. Und außerdem habe ich den Stream auch kurz gestoppt, weil ich will das separat machen. Also ich will nicht zusammen Legacy of Kain: Soulreaver und PD2 drin haben, sondern ich will das separat drin haben. Weil gestern, wo ich geprobt habe, ich habe wirklich 35 Minuten für, also was man gesehen hat, von den Anfang, also Mechia und Kain, den Encounter. 35 bis 40 Minuten habe ich dafür gebraucht, dachte ich auch so, ha ja, nicht schlecht, aber wenn ich das halt glitchless mache, also ja, so wie ich gerade halt spiele, und das auch dementsprechend glitchless mache, wenn ich das Speedrun will. Ich habe es jetzt schon verkackt mit Sefons Clan, weil das machen, wie gesagt, nur ganz wenige. Okay, ich kann nichts verschieben. Ah, okay. So, dann noch kurz mich auf Zack stellen. Boah, what the fuck? Nee, what the fuck nicht. Es ist nur Nee, abwesend. bei mir hier gerade bei Steam. Alter, was haben, wie haben die das Handelsfenster denn bitte gemacht? Holy shit. Jetzt will er auch noch handeln. Habe ich dir doch gerade eben noch gesagt. Hast du gesagt, ja, Moment. Handelsangebot senden. Ach du großer Gott. Du weißt schon, dass ich nicht direkt auf Handelsangebote eingehen Sehen kann, wir ja gleich. weil ich nämlich die App nicht drauf habe auf dem Handy. Die Handelsangebote müssen Sie es zusätzlich mit Ihrer Steam Mobile App bestätigen. Sie können es bestätigen, wenn Sie Ihre Stadt. Aha. Weil ich kann irgendwie auch nur einen Handel Ja, aber du annehmen. kannst Sachen, denke ich, soweit ich weiß, annehmen. Und mehr will ich ja auch gerade gar nicht machen. Ach, willst du mir deine ganzen Karten geben? Nee, nicht Karten, aber ich habe ja so ein paar Outfit-Sachen doppelt gehabt. Für die Rüstung. Angebot senden. Für welche Rüstung? Handelsangebot anzeigen. Meldedaten werden überprüft. Fehler beim Server. Das sehe ich doch kaum. Ja, ich erneut versuchen. Jedes Mal taucht das auf, egal ob ich Ja, ich habe aber auch gerade Bestätigungsfehler. Boah, Steam ist scheiße. so Ja, ist ja jetzt. gut jetzt. Ach, PD2. Steam. Alter. Okay. Steam ist echt schlimm teilweise in letzter Zeit. Deine Freundesliste muss aktualisiert werden. Fehler. Ach, ja, jetzt hat sich auch komplett Steam verschoben. Doch, du bist doch so scheiße, ey. Handel annehmen. Mal sehen, ob es klappt. Jetzt kommt bestimmt. Sie müssen hier. Nee, Handel abgeschlossen. Drei neue Gegenstände. BIN, Hot Miami und Gensec. Ja, Rüstung. Da kannst du deine Panzer, deine Rüstung färben. Bin ja auch in letzter Zeit immer mit gefärbter Rüstung rumgelaufen. Pimp my armor. Oh Mann. So, Teron, neuer Stream.
Neue Möglichkeit. Du hast wieder einen Gutschein für einmal Tisch umwerfen. Das macht er ja am liebsten. Du bezahlst die Tische. Werde ich starten. Yep. Frage, sind die Gutscheine stackbar? Was für Gutscheine? Normalerweise, also wenn du jetzt sagst, du hast jetzt zwei Gutscheine für ein Spiel mit dir 10%, dann hast du keine 20% am Ende. Hast du immer noch nur die 10%. Von daher schätze ich mal, nein. Oder meinst du, es geht um die Tische? Die sind auch nicht stackbar. Nee, die für Tische umschmeißen. Nee, die sind nicht stackbar. Stell ich mir gerade so göttlich vor, Zeugen Jehovas nerven, indem sie nur die ganze Zeit an Türen klopfen. Da gibt es ja dieses Fun-Bild, Zeugen Jehovas Trainingscenter. Bei Tiron werden es jede Menge Tische zum Umwerfen. Ich muss ja aber gerade mal überlegen, gab es da nicht mal irgendwie sowas Dämliches mit Tische irgendwie? What? Also, wenn du dir manche Tische anguckst, ja. Also nicht, worauf du hinaus willst. Nee, dann nehme ich die Mittermeier-Methode 11. Mittermeier-Dach. Die Mittermeier-Methode? Mittermeier? Sag mir gerade aber auch nichts. Das Einzige, was ich nur von Mittermeier kenne, ist damals, wo er da den Witz losgelassen hat mit Arschgeweih. Ja, also egal, was der Franzose sagt immer, klingt am Ende wie nachher fick ich dich auf der Koralle, du Sau. Deutsche Kom, ja, ich weiß ja, wer Mittermeier ist. Ja, Mittermeier kenne ich auch. Das Einzige, was ich von ihm kenne, ist, wo er damals voll sich beschwert hat über Arschtattoo. Also Arschgeweih. Tätowierung über den Hintern. Oh, Arschgeweih. Das ist so komisch, wie du dann hier eine Frau von hinten und so. Da könntest du mal einen Hirschbläst rein. Ich hab mich so weggeschmissen. Oh boy. Ah, YouTube-Link, okay. Dann schauen wir mal kurz rein. Aber jetzt ja, nicht. Ich mag die Zeugen. Doch, wirklich. Ole, ole, super Zeugen. Ne? Die sind nur ein bisschen unklug. Warum kommen die immer so früh? Die Zeugen gibt es ja auch in Berlin bei uns die Leute oft um 8 Uhr morgens. Am Samstag. Am Samstag um 8 Uhr. Hallo! Da bin ich vielleicht gerade mal so 2-3 Stunden im Bett. Na gut, die haben schon mal gedacht, so, oder die machen es extra, die machen es aus Fleiß. Ja? Die stehen da unten so, 8 Uhr, so früh, der da oben wehrlos schlaftrunken. Haha, ring da oben. 8 Uhr, wahrscheinlich ein wichtiges Paket von der Post. Ich runter, öffne die Türe, da Schalmeid ist mir schon entgegen. Erwachet! Guten Morgen, dürfen wir mit Ihnen über Gott und die Welt sprechen? Oh ja. Nein, aber gleich über dein Leben nach dem Tod. Ich habe mittlerweile einen Spaß dran gefunden, Zeugen Jehovas zu quälen. Hey, meine Lieblingsquälmethode besessener spielt. Habt ihr den Exorzisten gesehen? Hey, ich mach das voll professionell. Ich hab mir so gruselig so weiße Kontaktlinsen gekauft. Also. Und da habe ich immer so eine Dose grüne Erbsensuppe zu Hause. Satanschleim. Das Zeug steht immer bereit neben meinem Bett. Samstagmorgen, ich stehe oft um 6 Uhr auf, weil ich mich so freue auf die Zeuge. Und wenn die dann läuten, dann rufe ich noch raus, ich komme gleich. Linsen einsetzen, Dosensuppe, und dann lege ich ihm noch ein bisschen Horrorfilmmusik auf, Atmosphäre schaffen. Und dann mache ich immer noch so Geräusche hinter der Tür, so.
und dann öffne ich die Tür. Ich hab auf euch gewartet. Okay. Ihr wisst gar nicht, wie schnell die sein können. Aber man muss aufpassen. Hey, was mir schon passiert ist, da stand dann ein zitternder Mann vor meiner Tür. Ein Paket für Mittermeier. Ich habe ihn dann noch ins Bein gebissen und dann ist er gegangen. Oh boy. Zum Glück läuten solche Heinis nicht mehr bei mir. Ja, guten Tag, wir möchten mit Ihnen über Gott und die Welt reden. Bei uns hatten sie letztens bei uns irgendwann so ein, zwei Wochen vor Weihnachten, glaube ich, wieder geklingelt. Hat kurz geklingelt, so, ja, ja, ich weiß aber jetzt nicht, ob das so einer genau gewesen ist. Aber da war es halt auch so gewesen. So geklingelt, hat jemand gefragt, hab sich genau mitgekriegt, hab nur am Fenster gestanden an meinem Zimmer. Bis sie wieder relativ schnell wieder gegangen ist. Golden Green Casino, stimmt ja. Hatten wir ja auch nur ein einziges Mal irgendwie geschafft. Irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr, wie da die Kameras waren. Soll ich doch gleich. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das hier gerade lief. Allgemein merke ich hier gerade bei mir, würde ich nachher im Spiel mal machen, alles irgendwie recht laut. Guck mal kurz. Lautstärke-Mixer kannst du aber nicht... Ach komm schon! Legen. Nee, der ist nur auf 80. Dreh doch einfach mal deine Boxen runter. Und nicht immer ich hab meine Anschlag. Kopfhörer schon auf Standard. So wie ich sie eigentlich immer habe. Also das vorletzte Mal, wo die bei mir rumgekrochen sind, solche Typen von der Kirche. Ja, guten Tag, wir möchten mit Ihnen über Gott und die Welt reden. Wann war denn das? Das war 2009, als damals bei uns so ein Amokläufer in der Nähe war. In der Nähe von Stuttgart. Ja, ich weiß schon, wen du meinst, ja. Und da hat er nur quasi 2 Kilometer vor 2 Kilometer von meiner Haustür hat er dann hier seinen Amoklauf beendet oder was es auch immer war. Und dann gleich original am nächsten Tag sofort geklingelt. Ja, wir möchten über Gott und die Welt reden. Ja, was denken Sie, ist mit dem Typen passiert? Da habe ich gesagt, woher soll ich das wissen, was mit dem passiert ist? Lesen Sie die Zeitung, dann wissen Sie es, dann müssen Sie mich nicht fragen. Wo ich mir auch so dachte, also blödere Fragen können die mir auch nicht stellen, was mit dem passiert ist. Ja, was hätte er besser machen können, denke ich, was? Vielleicht ein bisschen mehr Munition dabei haben oder so. Ja, was hätte er besser machen können in seinem Leben, dass es nicht dazu gekommen wäre? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Hat ja nicht unbedingt mit ihm was zu tun. Ich meine jetzt, ich weiß nicht mehr genau, was bei ihm der Grund war, aber wenn du jetzt die ganze Zeit gemobbt wirst und so ein Scheiß. Und ja, es war, glaube ich, irgendwie Mobbing. Ja, irgendwie mit Mobbing war es. Dann darüber hat aber keine Sau geredet, weil dann Call of Duty, Counter-Strike auf seinem PC gefunden wurde. Killerspiele! Die werden nicht gemobbt und die Eltern kümmern sich bestens um das Kind, aber Killerspiele. Und der Vater hat ja noch Gewehre irgendwie in seinem Schrank gehabt, irgendwie so. Ja, ja. Oder sowas war's. Mhm.
Oder hat er gedacht, so, scheiß drauf. Wenn ich einen Amoklauf machen würde, hätte ich, glaube ich, entweder nur eine Axt oder eine Motorsäge dabei. Und ich glaube, das wäre mir ein bisschen zu ekelhaft für einen Amoklauf. Da, warte mal, ich muss mal kurz den Ton ein bisschen leiser machen. Amoklauf, Amoklauf, und die ganze Welt geht drauf. Amoklauf, ja. Amoklauf. Ah, ich weiß nicht mehr, wie das Lied ging. Von, oh, wie hieß die? Mono für alle. Ich mach lieber Stereo. Nein, zwar ist die Band. Nein, zwar ist die Ausgabe. Ah, stimmt, ja. Ah, okay, ja, ja. Da war ja was. Wir sollten auch ohne Probleme... reinlaufen können, weil ich glaube, ich habe den Bonus gekauft, dass der Metalldetektor deaktiviert ist. Mhm. Boah, wie war das hier nochmal? Man musste da rein, man muss dann irgendwem später eventuell noch so einen komischen Trink mixen. Und ein paar Sachen. Und irgendwie das Zimmer irgendwie so ein bisschen einschläfern. Hey, watch out, it's a guard. Be cool. Locker Room, Delivery Room. Ich suche aber den Security Room. Security Center, Security Center. Server Room ist bei mir. Bei mir ist der Security. Da ist aber eine Kamera beschissen platziert. Ja, warte, ich wollte gerade sagen, du bist doch Geister, kannst du doch. Das packe ich nicht. So schnell. Nein, ich meine hier Ding setzen. Die Kamera ist zu oben. Ach so. Zu weit oben. Kamera ist zu oben. Die Kamera ist viel zu fly für uns. Schade, dass man nicht so Huckepack machen kann. Careful, guard. Candy camera, everybody. Oh, Vorsicht, die Wache kommt. Hey, watch out, guard. Doch nicht. Hey, watch out, it's a guard. Managerbüro. Ah, oh, Gemälde, okay. Ich würde auch sagen, danach hostest du mal wieder, weil ich hätte mal wieder Bock auf diesen komischen Diamantenraub da. Der wäre auch ganz geil. Ah, ich weiß, welchen du meinst. Okay, wo man später am Ende dieser fetten Kammer ist mit 5 Wachen drin oder so. Währenddessen probiert, die Tür irgendwie aufzukriegen. Mhm. Okay, ich habe jetzt mal auch die Maske. Und danach hier dieses, die Tapaluca-Show, diese komische Sendung da nachspielst. Ja, genau, genau. Eine blaue 3. Das packst du so schnell nicht, ne? Nee, dauert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Bei manchen Türen geht. Ich weiß nicht, ob es bei der auch funktioniert. Nee, bei manchen Türen kannst du ja aufschießen. Vielleicht mit einer Schrotflinte. Aber die habe ich halt nicht dabei. Ich auch nicht. Entweder Kamera kaputt machen oder ECM. Ja, ECM würde ich wahrscheinlich eher sagen. Musst du hier mal aufpassen wegen der Wache. Ja, aber die Frage ist, warum hast du kein ECM? Das ist eine sehr gute Frage, mein Freund. Warum habe ich keinen? Du hast kein ECM. Ich hab ECM. Du hast kein ECM. Das ist ein Anzeigefehler. Ich hab nämlich ECM. Ich platziere meins. Siehst du? Okay. Ich mach schon. Das ist meine Tür. Das ist mein Schloss. Das ist meinen Namen drin. Ah, scheiße, das war ja dieser Kacke. Abknallen oder so. Nee, ich glaube, da haben mehrere.
Dann mehrere. Neustart. Ja, ja, hab. Boah, ich dachte, es wäre nur einer drin. Ja, ich auch. Aber ich glaube, ich. Nee, warte. Wir sind reingegangen, haben irgendwas gemacht. Wir mussten, glaube ich, das Schlafgas, was ich hatte, in die Lüftung reinpacken. Ja, und dann sind die Kopf genau. Alle umgekippt. Jetzt fällt es mir wieder ein. Zumindest ein Teil davon. Ne, Ausrüstung ECM habe ich dabei. Ja, aber ich habe auch einen Anzeigefehler. Halt, noch nicht starten, Vorausplan. Oh, Payday 2. War ja klar. Nur Bugs. Ja, wir haben die Bugs gefixt. Neue Bugs dabei. Ja, die haben gerade andere Probleme, die von Payday. Lass sie mal in Ruhe. Lass die erstmal wieder hoffentlich noch jemanden finden, der dem ein bisschen Geld für Payday 3 gibt. Sonst war es bald mit Payday. Boah, Payday 3 mit jetzt mit 50 Erweiterungen und DLCs. Nee, weil Starbreeze geht's finanziell gerade nicht so gut. Deren letzten Spiele, die letzten beiden waren totale Flops gewesen. Hier dieses Raid World War 2, was quasi im Payday im World War 2 Setting ist, total gefloppt. Und über das Walking Dead Spiel will ich gar nicht erst anfangen zu reden. Boah, by the way, wo wir ja die Dings, die Tops, Flops und so weiter Podcast 2018 abgehalten haben. Ich habe ja nochmal reingehört und habe mir nochmal ein paar Spiele notiert und habe dann mal reingeschaut. Also Agony, mit dem Spiel kann ich echt nichts anfangen. Es lässt sich ganz komisch steuern. Was wir übrigens auch noch vergessen haben, für worauf wir uns freuen, ist Dings, ne? Sag mal schnell. Cyberpunk? Dying Light 2. Ach, ach, stimmt, ja. Cyberpunk hat kein Release-Datum. Aber ich habe das 7. Juli entdeckt. Nein, du hast den 7. Juli entdeckt. Oder so. Nee, Juli okay. Stand dran, aber das war dann ein großes I. Das heißt dann Jui. Irgendwie sowas war es, ja. Links auch noch. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Oh, wie billig, ein Pool ohne Wasser drin. Ich weiß jetzt auch übrigens gar nicht, ob ich den Dings gemacht habe, ne? Also, Metalldetektor deaktiviert habe. Also, ich bin drin. Jetzt gehe ich vorbei. Verdammt. Also, ich bin auch wieder durch. Ich bin ja nicht mal durch Metalldetektor. Ja, man könnte einfach dran vorbeigehen. Eben. Storage, Server, Archiv, Security. Mit der wieder geil platzierten Kamera. Ja, aber wie gesagt, Agony habe ich jetzt mal ausprobiert, unrated. Ja, ich denke mal, das Spiel punktet eher halt damit so, ja, ein Spiel aus der Hölle. Steuerung war aber ein bisschen bluh. Guck dir mal die jetzt, ersten Trailer und so was an. Ja, davon. Jetzt warte. Ich habe ja wie lange gespielt, glaube eine Stunde. Also Steuerung fand ich echt bluh. Hätte man besser machen können. Deutlich. Was ich auch irgendwie, keine Ahnung, es war irgendwie so billig Horror. Ah, stimmt, wir mussten ja die okay. Da komme ich nicht durch, verdammt. Wir mussten ja erst die Blaupausen finden. Im Archiv oder im Server Room? Ich hab keine Ahnung, ich guck einfach mal im Archiv. Arch. Oh. Soll ich helfen, oder? Das sind ein paar Akten, von daher, ja, bitte. Also ich musste keine Maske aufsetzen. Ah, ne, doch. Ich hab die Blaupause, muss mir nicht mehr helfen. Ganz toll. Kann ich ja nichts dafür, Mann. Oh, Vorsicht, Kamera bei dir.
Sende die oh. Kamera. Was sind da die? Da. Meine Güte. Ich brauche Blaupausen, um sie zu scannen. Also wie gesagt, es war eher so Billig-Horror. Findet und sammelt einen Speicherstick. Ah, jetzt müssen wir in die Sicherheitszentrale. Nee, lüftet es. Lade die Gästeliste runter. Ah, das war. Ja, ich weiß schon. Hm. Guard, stay quiet. Hopp. Scheiß Kamera hier, ey. Guard, stay alert. Damn! Das ist gerade aber mal eben ausgeschlagen. Boah, das stört mich ein bisschen, ey. Dass ich die Tür nicht aufschließen kann. Aufknacken kann. Benötigt Schlüsselanhänger. Das war es ja am Anfang noch nicht mal. Dieses Portal kommt. Das haben die ja später irgendwann alles rausgekattet, weil sie dachten, ey, wir wollen mehr vom Spiel verkaufen. Ja, ja, ich weiß, das haben wir ja alles schon besprochen. Ja, das ist so irgendwie halt so Billig-Horror. Holy shit, dass das die Kamera nicht sieht. Dann halt eher so ein bisschen im makaberen Stil. Weißt du, so ein kleines Baby zum Beispiel und dann halt so ein Erwachsenengesicht drauf. Wo ich auch so dachte, naja. Ja, und dazu ist das Spiel auch noch, ich sag mal schnell, allgemein einfach schlecht. Ja, und ich hab gedacht, nee, also, nee, tut mir leid. Und hab das Spiel halt wieder runtergeschmissen. Was ich aber entdeckt hab, oh, wie heißt das Spiel? Stellaris. Das sieht eigentlich ganz interessant aus. Ist aber, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Da habe ich mal reingeschaut, bin aber mit der Steuerung nicht wirklich so zurechtgekommen. Da muss man sich ein bisschen auch reinfuchsen. Hier bin ich. Nicht dahin, wo ich hin will. Bin weg, dummer Besucher. Nur töten, wenn es sein muss. Ja, das ist nur eine Zivi. Na, ja, draußen war eine Wache bei mir. Guard, stay quiet. Bin auf der Toilette. Look out, guard. Ach stimmt, du musst es ja irgendwie am Eingang da rein und. Ich weiß bloß nicht, wie es war. Hinter Tür war es. Und Pit People, da will ich auch mal noch reinschauen. Wie das ey, ist. Pit People ist genial. Der Koop davon. Also Tino und ich, wir haben immer höllisch viel Spaß, wenn wir das zocken. Okay. So, während ich gerade nichts zu tun habe. Oh, halt das, eine Wache. Hey, watch out, it's a guard. Now find a terminal in IT with internet access. Up the
Alles klar. Ich bin ja relativ weit hinten. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich jetzt wieder rauskomme. Ich muss das mal hoch, kurz, weil da die eine Wache jetzt auf mich dazu kam. Ich habe ja auch ein Problem mit einer Wache. Da gab es aber noch ein Spiel, was ich mal... Das war knapp. Was ich angetestet! Vorsicht, Elvis! Vorsicht, Elvis! Hinter dir, genau da. Ist das nicht hinter mir, das ist vor mir. Ah, okay, die eine Wache ist also anscheinend weg. Erstmal verstecken. Du musst erst die Gästeliste auf den USB-Stick kopieren. Ja, ja, wir erstmal wieder ein bisschen hier den Puls regulieren. Ach, da hinten, weil meine Fresse, mir werden 50.000 Sachen auf der Map angezeigt. Ach, jetzt muss ich. Ja. Gerade gut, da ich nichts zu tun habe. Für den Gast in der Spielhalle. Des Games. Darkwood, genau. Ja. Da habe ich mal reingeschaut. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Habe ich mal gespielt, aber fand ich dann doch recht langweilig. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Kenshi, da will ich mal noch weiter reingucken. Und Nier Automata, da will ich auch mal reingucken. Ja, ich weiß, es ist veraltet, Nier Automata, aber trotzdem. Angeblich soll das sein, der größte Spaß mit deiner Maschine. Findet den Gast im Spiel. Wenn du drauf stehst, dir auf dem Roboter einen zu keulen und einfach mal ignorierst, sodass Leute, ja, ich will gerne mal, die kann mich auch gerne mal reiten, wo ich mir so denke, die ist ein Roboter und die wiegt so ein paar Tonnen. Ein Android, wenn dann. Ja, ein Android, nee, die ist eher ein Roboter. Jesus! Scheiß Kameras, ey. So. Das war dumm. Ach, was? Hier ist im Idealfall eh keiner mehr lang. Kill Nummer 2. Hab keine Leichensäcke mehr. Ah, stimmt, den Zivilist habe ich ja einmal abgeknallt. So, wie sah er nochmal aus? Weißes Hemd, Krawatte. Warte. Ich hätte schon Bescheid gesagt. Er hat weißes Hemd. Ja, grau, schwarz-rot gestreifte Krawatte. Männlich, kurze Haare. Ich glaube, den hattest du jetzt einen Drink mixen müssen, irgendwie dann. Ich glaube, ich sehe ihn. Der ist links. Von mir. Pass auf, da ist aber ein Zivi direkt neben mir. Ist gerade ein bisschen blöd. Gott sei Dank, da komme ich auf die andere Seite, aber das dazu. Mhm. Ich mach schon. Achso, halt mal die Frage zu. Was für eine Flasche überhaupt? Oh, Alter, ich hab grad erst. Hier ist alles voller Wachen gerade bei mir. Ich hab's gerade irgendwie rausgeschafft. Ja, also draußen rumlaufen ist für mich keine Option, weil da alles voller Wachen ist. So. So eine blaue Flasche. Shit, die ist grün hier bei mir.
Hier steht aber, also beim Automat steht eine blaue Flasche, wo er dran ist. Ja, und ich habe hier so eine grüne Flasche. Ach Mann. Och, wo, was sieht der denn hier? Ach komm, kannst du jetzt eigentlich schon fast. Ich hab'n. Ja, die Kamera hat's aber jetzt hier gesehen, weil der eine Typ da weggerannt ist. Nee, mach lieber, Tiro, mach lieber eine Liste. Zimmer auf, was irgendwo du mal noch überall reinschauen willst. Weil alles auf dem Bild. Okay, wir machen jetzt Folgendes. Aufgeschlossene Türen. So. Aufgeschlossene Gittertüren. Metalldetektor deaktivieren. Ja, gerade brauchen wir nicht. Fuck, wo waren das jetzt? So. Spionagekameras. Zack, zack. Halt. Jetzt haben wir noch 4 gefallen. Ich würde noch einmal sagen. Haben wir jetzt noch Platz für eine Kamerazugang? Ja. Damit man gegebenenfalls noch über die Kameras gucken kann. Let's put this boat in. Warte mal. Haben wir nicht immer erst uns umgeschaut, bevor wir irgendwas gemacht haben? Ja, das schon. Aber ich nehme trotzdem erstmal meine Ausrüstung. Na, ich meine, dass wir auch vorher unsere Ausrüstung nicht genommen hatten. Ah, egal, wir holen jetzt einfach mal unsere Ausrüstung dann. Weil wir müssen ja noch nicht mal die Masken aufsetzen. Da ist übrigens auch der Kamerazugang. Einer hat später die Maske aufgezogen. Ich glaube, so war es, ja. Ich habe meine auf. Yo, they shooting a movie over there. Camera over there. Nee, ich kann da nichts. Du musst aber durchsuchen. Vorsicht, Zivi. Da musst du, glaub, alleine durch. Ich habe erst, glaube ich, später die Maske aufgezogen, wo es geheißen hat mit dem Gast. Ja, ich glaube, du hast immer erst den Gast gesucht, ohne Probleme dadurch. Mhm. Schade, dass man nicht einfach so die Maske wieder dann absetzen kann. Das wäre dumm. Als wenn das jemals einer gemacht hat im Real Life. Nee, ich meine. Nein, ich meine halt Maske aufsetzen, um halt Sachen zu machen wie. Wie gesagt, das wäre ja dumm, wenn man das machen könnte. Das würde keinen Sinn ergeben. Ja, aber dass du halt noch so Cooldown hast. Dass du nicht jederzeit einfach so Maske aufsetzen und wieder abnehmen kannst. Guard, watch it.
Falcocini. Naja, halt mal, das hattest du jetzt noch nicht gemacht. Ja, ja, klar. Da bin ich noch hingegangen. Ich glaube, wir müssen hoch zum Zimmer. Und von da aus dann das Schlafgas. Ja, irgendwo machen wir es auf jeden Fall durch eine Lüftung durch. Von irgendeinem Zimmer, weil wir holen ja von ihnen die Zimmerkarte von dem Gast hier. Ja, ja. Okay, gefunden, 152. Ist bei mir hier hinten. Richtung Eingang. Erstmal die Leiche wegschaffen jetzt. Okay, falsch, ich gehe den anderen Weg. Ach, da steht ja auch einer rum. Boah. Shit. Ich schaue schon mal, vielleicht finde ich ja schon zum Gast, wo. Was so trinken dran steht. Bisher habe ich aber nur eine rote einsame Flasche gefunden. Alter, hier stehen ja überall Kameras, meine Fresse. Ja, ich habe nicht auf Overkill gestellt. Das Witzige ist, Overkill hatten wir auch noch nicht gemacht dafür, aber alle anderen Schwierigkeitsgrade oben drüber. Die hatten wir alle schon. Nur Overkill noch nicht. Spielen kann tüchtig machen, Leute. Oh. Okay, so weit bin ich ja schon mal. Und noch habe ich das Geld. Überhaupt was gewinnen kann überhaupt. Ne, das sind nur 7er und Bar. Wow, ein Bar und nichts gebracht. Ich weiß es gerade gar nicht. Konnte ich die Zivilist so hinlegen da oder war das? Also liegen lassen oder war das? Konnten die Wachen das sehen? Hm. Also hier kann ich die auf keinen Fall hinstellen. Toll, dreimal Bar. Und was ist? Falsche Bars. einmal ein Zweier, einmal ein Einser und dann einmal ein Dreier Bar. Das ist traurig. Guten Tag. Ich möchte dann gerne... Dann zu, Mann. Piss dich. Guten Tag. Wäre eigentlich vom Vorteil, wenn du bei mir rumläufst und mir sagen kannst, wo welche Wachen stehen und so. Okay. Behaltet die Wache mal bitte im Auge. Die da hinten lang geht. Damit ich weiß, wann ich wieder reinlaufen kann.
Camera over there. Cops. Shit. It's a guard back on. Übertreib's nicht. Check it. Got eyes on us. Guard, stay quiet. Camera over there. Hey, watch out. It's a guard. Komm rein. Shit. Hey, check the guard. Oh, what? Nope. Hey, watch the camera. Stay back. Jetzt. Be chill. Die Kamera nicht auch schlecht, Alter. Kannst du die Leiche wegpacken, sonst habe ich keine Leichensäcke mehr. Ah ne, warte, lass mal. Ich mach das. Kill Nummer 2. Gab's da nicht irgendwie eine Taste, wo man irgendwie auswechseln kann zwischen ECM und Leichensackkoffer? X ist es. Ah. Weil du kannst doch platzieren und Leichensäcke nehmen. Bild siehst du? Okay, Gaylord. Und Slotmaschinen-süchtig. Ich hab ihn. Wie sieht die Flasche aus? Rosa. Sag's doch, Gaylord, hey. Der Mann mit dem rosaroten Colt. Flasche gefunden, oder? Warte mal, die ist zu grell, zu kräftig rosa. Ach, come on. Kill Nummer 3. Mal gucken. Psst. Okay, immer noch alles cool. Pinky Demon steht drauf auf der Flasche. Mal gucken, was hier drauf steht. Ah, doch, Pinky Demon. Ist hier bei mir. Auch die Flasche? Die Flasche, ja. Die Flasche ist hier bei mir, aber Vorsicht, das sind jede Menge, wo rein und rausgehen. Ja, das ist auch wieder dieser scheiß Raucherbereich oder so mit 50.000 Wachen draußen. Gut, bei mir ist eine Barfrau, die geht jetzt raus. Ich meine, hier ist doch eine Tür bei mir, die könnte ich knacken. Gott, da ist sie gerade gekommen. Battleship Brigade, oh, das habe ich auf der Switch. Das ist ein geiles Game, das macht Spaß. Weil das Twitch ist. Boah, dieser Zivilist hier. An der fucking Maschine. Bei dir piepst was, Malkav. Oh. Alter. Aber wieso denn? Ich war doch nur hier in der Ecke. Ach, die Kamera. Okay, hier ist eine Kamera. Meine Fresse. Ich dachte gerade schon. Die ganze Piep. 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 Okay, mal gucken. Spyro? Boah, Alter, ich komme hier gerade nicht weg. Ja, soll ich hier Maske aufsetzen und das Zeug holen und Tür aufknacken, oder? Ja, warte, warte, ich bin ja gerade an der Tür. Momentan sieht's cool aus. Okay. Vorsicht, die eine Tusse kommt. Ja, ich sehe es ja bei dir. Wenn du das aufmachst und... Ich stehe ja direkt nicht vor der Tür, so blöd bin ich ja nicht. Hallo! Okay, Kamera ist hier links, die zeigt Richtung Tür übrigens. So, jetzt will ich mal kurz die Spielliste auch mal nochmal angucken. Monster Hunter World, ja, da will ich auch mal reinschauen. Spyro Raynight Edition. Monster Hunter World. God of War. Octopath Traveler. Das war ja nur für die Switch, ne? Ja. Yep. Tales of Raya. Ah, also Berseria, Symphonia, dann. Oh. Irgendwas mit Zesteria? Yakuza-Reihe? Mhm.
Wolfenstein-Spiele, also die neuen Wolfen... Wolfenstein-Spiele? Ja, die neuen Wolfenstein-Spiele, also New Order, The New Colossus. New Colossus, New Order, Old Blood, schätze ich mal. Ja, also New Order habe ich mal reingeschaut, aber... Boah. War jetzt nicht so schlecht, aber auch nicht sonderlich gut. Also, nicht so mein... Nicht so richtig mein Ding. Die eine Wache steht ja mal mega beschissen. Das neue Holy fuck. Das neue Prey. Ich hab mal. Genau, das neue Prey. Der neue Prey-Teil war's. Da hab ich mal reingeschaut. Und hab's innerhalb von 10 Minuten wieder runtergeschmissen. Weil der meine Tastatur jedes Mal vollkommen zerfetzt hat. Ich musste. Ich bin auch Bethesda immer noch stinksauer, was die aus Prey gemacht haben. Guck dir mal die ersten Cinematic von Prey an, Alter. Das hätte so ein geiles Game sein können mit der Kopfgeldjäger-Thematik und alles. Und da kommt die mit dem Scheiß an. Es mag zwar vielleicht ein gutes Game sein, aber es ist trotzdem Rotz im Vergleich zu dem, was es hätte sein können. Warum haben die es nicht gemacht? Oh, entspricht dem Bethesda-Standard nicht. Was kommt ein paar Jahre später? Fallout 76! Nee, oh, auf jeden Fall. Ich habe da mal reingeschaut. Ich habe es nach 10 Minuten runtergeworfen, weil alle 2 Minuten meine Tastatur gar nicht mehr reagiert hat. Ich konnte nicht steuern. Ich konnte mich nur mit der Maus umsehen. WASD probiert. Ich musste dann immer alle 2 Minuten Tastatur ausstöpseln von meinem Rechner, kurz warten und wieder einstöpseln. Dann ging's wieder. Für ein paar Sekunden, vielleicht für maximal 2 Minuten und dann hat die Tastatur wieder nicht reagiert. Und ja, Conan Exiles, ja, sollte ich auch mal wieder reinschauen. Die haben in letzter Zeit auch gute Updates rausbekommen. Ah, diese Wachen, ne? Ahead in Time. Weiß ich jetzt gerade nicht. Flash ist platziert. Fallout 4 könnte ich eigentlich auch mal streamen. So richtig. Du kannst übrigens das mit dem Dings nicht direkt machen, weil du das Schlafgas nicht hast. Das habe ich genommen gehabt vorhin. Da haben wir einen Fehler gemacht. Aber ich kann dich zum Zimmer führen. Du musst Richtung Eingang. Auf alle Fälle. Ja, warte. Ich guck nach, auf welches WC er geht. Alter, pass auf die Wache auf. Ja, ja. Ich sag ja nur Bescheid. Pass auf die Wache auf. Ja, ja. Pass auf die Wache auf. Guard. Hey, careful. We got guards all over the place. Echt jetzt? Der übergibt sich hier am Kamerading. Weißt du, wo unsere Ausrüstung ist? Mhm. Hat sich die Wache noch mehr umgedreht oder was, Alter? Du kannst vergessen, dass ich da hinkomme. Richtig. Die sieht mich ja jetzt schon, wenn ich hier aus der Ecke rausgehe. Wie auch immer. Soll ich das machen, oder? Ah. Ja. Augenmarsch. Das kannst du knicken. Nee, ich hab keinen Bock auf die, mir so eine Scheiße. Du haust es jetzt. Ja, warte. Dann machen wir die Diamanten-Ding. Fallout 4. Ja, also wie gesagt, Steve, bedenkt doch mal so, es entspricht nicht dem dem Bethesda-Standard, weil es zu gut war. Ja, 1-1-1. Ja. Ja, ja. Bethesda kann mich mal. Hab die vorher auch noch ganz nice gefunden, so mit Fallout 3 und also Fallout 4 Fallout New Vegas gepublished haben, ist ja auch ein fast schon ein Witz, aber vertraglich halt nicht eingehalten, ne? Ist halt, hieß ja, ey, wenn ihr eine Wertung von 85 habt, eine Metacritic mit Fallout New Vegas, hier Obsidian Dings, dann zahlen wir euch auch richtig aus. Aber dass die nur eine 84 haben, wurden die nicht richtig ausgezahlt. Ist ja noch ein bisschen arschig. Und jetzt gibt halt Bethesda ihre Lizenz nicht mehr weg, weil sie gemerkt haben, oh, so, wenn wir so Leute wie Obsidian ranlassen, die machen geileres Fallout, als wir das jemals könnten. Ist offen, kannst joinen.
Ja, in Fallout 4, was ich halt an Fallout 4 mag, ist halt die, wie in Fallout 3, die Mod-Community. Ich habe mir so gute Mods runtergezogen und das macht mega Fun. Vor allem, wie heißt denn das? Die Seasons Mod. Frühling, Sommer, Herbst und Winter Mod. Das ist richtig geil. Hast einen nuklearen Winter quasi. Zur Winterzeit. Im Frühling blüht alles wieder, so ein bisschen. Ja, das sind aber Mods, das ist ja nicht das Spiel. Ja, schon, aber das macht halt dadurch wieder Fallout 4 appetitlich. Ja, das ist ja mit Fallout 3 genauso. Mit Fallout 3 an sich ist okay, mit Mods ist es ganz geil. Du musst mich übrigens, glaube ich, an die Warte, Spiel beitreten. Weltzentralbank. Warum nicht? Haben wir schon lange nicht mehr auf Stealth gemacht. Als wir das letzte Mal auf Stealth gemacht haben, hatten wir Leon nachgespielt. Leon, der Profi. Ja, und das wollen wir mal diesmal vermeiden. Das kriegen wir hin. Go try it. Ey, wir haben es schon viermal geschafft. Auf normal. Viermal, als wir damals nichts Besseres mit unserem Leben anzufangen hatten. Was Payday zocken? Okay. Ist das Sommer strahlt alles, ist das Herbst strahlt alles, selbst im Winter strahlt es und im Frühling strahlt es erst recht. Nee, im Winter hast du wirklich so nuklearen Winter, also halt Schneelandschaft. Im Frühling wächst alles so wieder nach und nach so ein bisschen und gegen Herbst stirbt wieder alles. Das ist echt geil. Und da gab es ja noch was alles hier, Wettermod irgendwie, dann wie stark die radioaktiven Unwetter sein sollen. Ist alles ganz geil eigentlich. Und was ich jetzt schon an Mods empfehlen kann, sollten, ich weiß ja nicht, ob du es schon gespielt hast oder wie weit du es gespielt hast, es gibt drei weibliche Personen als Begleiter, Piper, Curie und Kate. Sollten die zu lasch aussehen, dann empfehle ich die Mod Loving Piper, Loving Curie und ich glaube Loving Kate. Die haben solche dann Mods andere. Persönlich finde ich extrem scheiße, weil die Charakter dann im Vergleich zu den anderen Charakteren halt scheiße gut aussehen. Und die anderen sehen halt immer noch genauso hässlich aus. Ah, da gibt's allgemein gibt es ja so Mods, wo dann alle Charaktere optisch quasi besser anpassen und so. Aber dann sehen alle aus, als gehören die nicht ins Spiel. Wenn du weißt, was ich meine. Ja, ich weiß. Ich habe da auch eine Mod getestet. Irgendwie, oh, wie heißen die? Cute? Irgendwie so Cuties irgendwie. Da könnte man fast meinen, oh, wie heißt denn der nochmal? Die Nervensäge. Na, was Settlement. Hier. Preston. Preston, genau. Das sieht da irgendwie aus so wie so ein Hotboy, kann man sagen. So nach dem Motto Pornodarsteller lässt grüßen. Es gibt so eine Mod, die nennt sich Dirty Wasteland. Da hat dann Preston einen Bart und allgemein haben die männlichen Charaktere überwiegend einen Bart und so ein Kram. Und sieht halt alles ein bisschen dreckiger aus und nicht so sauber, wie es im Hauptspiel quasi aussieht und so Zeugs. Bankdirektor, warte mal, ist das nicht der hier drin? Nee. Ich glaube, es ist eher der auf dem Balkon oben, der telefoniert hat. Da hinten. Ich habe die Sorge, dass wir den verhaften, fesseln und sowas, dass das aufliegt. Vor allem, weil man da ja auch aufpassen muss, dass keine Wachen in der Nähe sind da oben. Warte mal. Ich guck mal nach der Security und... Ja, die ist bei mir, die Security. It's go time. Sieht. Pack dich auf den Boden. Fuck, was mache ich jetzt mit dem? Kameras sind aus. Und da gibt's auch noch. Alter. Fallout übers Geländer, wenn der jetzt runtergefallen wäre. Und zu Fallout 4, da gab es ja noch so richtig schöne Texturen-Mods.
Also viel besser als das, was Steam angeboten. Scheiße, es war so klar! Mach Restart. Wo haben wir's? Nicht abstimmen für Neustart, machen. Ja, gibt's bei mir nicht hier einen Neustart, da gibt's nur Vote Neustart. Dann hast du irgendwas anders eingestellt gehabt diesmal, keine Ahnung. Weil das, der Witz daran ist, muss ich noch schnell sagen, bei Fallout 4, wenn man den alles HD... Aha. Aber wer hat damals bei der Bethesda-Pressekonferenz mit Mikro reingebrüllt wie die Sau? Was? Wir beide. Zweimal. Du hast am lautesten gebrüllt. Ja. Mit Herzinfarkt fast. Bei Doom. Und hab ich bei Fallout 4. Ja, da haben sie das Spiel aber auch geil präsentiert und hatten noch Fallout Shelter geil präsentiert und dann kam das Spiel. Ja, und auf alle Fälle, die HD Resolution Pack, so nennt sich das auf Steam, 50 GB groß und HD Texturen Pack, das kannst du in die Tonne treten. Du leitest quasi nochmal 50 GB für nichts runter. Da gibt's auf Dings auf Nexus Mod, also da wo man die besten Mods halt eher bekommt, lädst du viel geilere Mods runter zu viel weniger MBs. Und sieht dann alles ganz nice aus. Das macht uns Spaß. Da. Ja, war doch schon gegen die Scheibe gelaufen. Plump. So wie in den Internetvideos. Und dann so richtig mit dem Gesicht zu quietschen, so runter so. Ja, das ist schon wieder too much. Das macht die Stumpfe schon wieder kaputt dann. Hört man dann nur so ein Bong. Und tippt da umgibt. Geht's? Pack mal die zwei Leute da weg. Okay, no jinxes. Follow me. Down on the ground. Follow me. Follow me. Follow me. Follow me. Come on. Come on. Fuck, das war noch nicht mehr der Bankdirektor. Scheinbar. Wack, 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 wack. Mach mal, pass auf. Ah, Security. Ja, scheiße. Ja, das da hinten war auf jeden Fall der Wachmann schon mal nicht mit dabei. Fuck. Sagt mir nichts, nope. Kameras sind aus. Cartoon-Parodie von Matthew Sesmet? Muss ich gerade mal gucken. Matthew, nee, es hört mir jetzt gerade auch nichts. Befürchtet, der Tipp steht unten irgendwo. Shit. Ja, Kameras sind aus. Ja, ich will auch nicht die Kamera, sondern die scheiß Wachen fokussen, aber dieses Kackspiel manchmal. Hey, das ist eine Schlüsselkarte. Achso, nee, halt, das ist. Ist aber nicht die Schlüsselkarte, die wir brauchen. Ja, das war anders. Ich dachte gerade hoch, wo ist denn das? Aber stimmt ja, das ist ja noch bei. Kann ja mal einen Link rein tun, aber bitte erst nach dem Stream. Ja, natürlich erst nach einem Stream.
Recht jetzt. Wenn die dich angucken, schieß einfach. Die Wachen. Die gehen nicht, die ergeben sich nicht. Wenn du da rumschleichst. Irgendwie muss ich ja mein Geld loswerden. Ja, vorher ich hatte so Probleme im Real Life. Und ich hatte die Probleme dann wirklich, weil ich an sich wirklich jemand bin, der jetzt nicht alles kauft, was unbedingt da geil ist. Hey, watch out, the guard. I'm gonna fight the bank manager. Guard, watch it. Gott, für das meiste Geld will ich mir irgendwelche illegalen Klicks und Abonnenten auf YouTube und Twitch kaufen. Oh, ich glaube, ich habe den Manager gefunden. Falls er mit dem Handy telefoniert. Ja, da oben ist er schon mal nicht. Im Konferenzraum. Der hat normal immer so eine Klatze, die er kriegt. Ja. Der wollte einfach nicht nieder. Der ist nämlich gerade wieder aufgestanden und wollte rausrennen. Welcher Dienst? What? Worum geht's? Alles frei hier draußen. Hier nicht. Ich glaube, da ist die Security sogar, ja. Gleich mal freischalten. Ach, wegen Klicks und... Ach so. Ach, ich glaube, wenn man da einmal kurz noch googelt, dann findet man direkt was. Guten Tag. Oh mein Gott, eine Leiche! So, nehme ich erstmal wieder Leichensäcke. Ja, komm, gib Gas. Der Weg ist gerade noch frei. Here it is. Ja, mach die Tür auf. Na rein da mit dir. Ich bin einfach nur ein Mitläufer. Guten Tag. So. Erster Kasten. Tada. Da müssen wir ja noch die eine treffen und da müssen wir warten. Da drüben war noch ein Kasten. Da ist noch einer. Bei mir ist immer noch der epische Chor. Ich glaube, da hinten war noch eine beim Konferenzraum. Vorsicht wegen dem einen Typen. Nee, hier ist keine. Hallo, ich muss mal kurz gucken nach Stromkasten. Alles klar, weitermachen. Hm. Hier im Büro ist auch nix. Hm. Pass auf, das ist eine Wache. So Spinde, ne, hier drin ist nix. Da ist ein Schrumpfkasten. Auf dem Balkon. Aufpassen. Pass auf, da ist eine Wache. Da wäre ich jetzt nicht hingegangen, weil ich glaube, die Wache geht in deine Richtung. Ja. Yep. Well, shit. Er geht wieder.
Oh shit. Echt jetzt? Ich habe damit nicht gerechnet. Hat er auch so gedacht, what the fuck? Guard! 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 Hör auf damit! So ganz zurückgefallen mir so, oh shit. Das war schon witzig. Soll ich dir helfen, oder? Ja, wir können sowieso immer nur ein Ding machen. Ach so, stimmt. Lass mich erstmal machen, hör mal auf. Damit wir hier die Ecke fertig haben, wo eine Wache immer lang läuft. Okay, dann gehört jetzt, glaube ich, da habe ich noch einen. Kreditanträge, akzeptiert. Guck mal, Payne ist eigentlich gar nicht mal so ein Böser, ne? Bei mir war es gerade wegen Studien. Irgendwie wegen Studien irgendwas und dann abgelehnt. Aber keine Codes. Komische Telefon. IDKFA12321. Ja, IDK, I don't know. Mehr weiß ich es aber auch nicht. Du fertig, oder? Ich bin fertig bei mir mit den Dingern. Gut. Hier gibt's nichts mehr zu knacken. Ja. 1138. Ist aufgeschrieben. Coming from floor 2, heading to the gates. See you there. Oh, jetzt manchmal hat Payday was unfreiwillig Komisches an sich. Bisschen an der Wand versteckt, sind an so einer Glaswand. Oh. Alter, das war knapp. Die Zivilisten da drin! Hau auf den roten Knopf! Hab ich. Ja, weil wir müssen jetzt da zwar am Tor und die müssen die Leute ablenken. Genau. Und das letzte Mal waren wir ja zu greedy. Von unten. 1. Also muss ich gar nicht selber eingeben. Verdammt. So, jetzt heißt es aufpassen. Hey, check the guard. Weil ich glaube, da drin hatten wir nur noch einen Kill. Ja, wir haben jetzt. Warte, wir haben einen Kill. Ein Security. Da unten ist ein Kill, oben ein Security. Ja, einen haben wir noch. Das war nicht der. Stimmt, die Security war hier neu. Den Security-Tippen haben wir gekillt. Genau. Ja, den Security-Tippen hat mir nämlich da auch gekillt gehabt. Holy shit, Alter. Guard on patrol. Guard. That's all the cameras dealt with. The whole bank is blind to us now. Great. Und jetzt Schlüsselkarte da rein. Keep looking. Wo rein? Ja, hier. Ach, da rein. Dachte gerade schon was.
Mir fehlt eine Schlüsselkarte. Warte. Kannst du die Karte denn wieder rausholen? Jetzt. Hab keine Keykarte. Ich brauche eine Keykarte. Kannst ich kann nur hier interagieren. Fertig. Shit. Ich glaube, eine der Wachen wurde gesehen. Das machen wir jetzt mit. Mach hier wieder hinten hin. Ich habe eine Schlüsselkarte. Gut. Go, go, go. Nächsten ECR mache ich auch. Mhm. Komm schon, Tresor, öffne dich. Ja, irgendwo müsste auch Maya-Gold sein. Oder der ist auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Nee, schade. Oh boy. Nächste Station, dann musst du dann machen. Schon passiert. Ich wollte gerade sagen, Mutter, hatten wir soweit niemanden gekillt und hatten hier Nee, oben das Ding, das war jetzt einfach nur eine dumme Spielerei von mir. Das heißt, wir hätten dann 2 Kills gehabt. Oha. Er schießt auf uns. ECM ist platziert. Aber zumindest ein bisschen auf Stealth. Ich glaube, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad können wir dann hier Maya Gold klauen. Ist aber jetzt, ich schätze mal, ab Overkill. Bin mir da aber nicht sicher. Und halt, damit wir das. Ja, passt schon. Hast du die Rückwellenkopplung aktiviert? Ja, passt du. Vor allem frage ich mich immer noch, was es bringen soll. Ich glaube, völlige Ohrschmerzen oder so, weil diese Leute kippen ja dann auf den Boden. Mal nachher gucken, wenn da mal Bullen sein sollten, dass wir dann das noch einmal aktivieren, weil die Dinger laden sich ja auch wieder auf. Mhm. Also ein Bulle ist zwar hier gerade in der Nähe gewesen, aber der ist kurz normal gelaufen. Vielleicht ist es nur gegen Zivilisten. Also noch kann man ganz gut durchlaufen. Alter, die zerlegen die komplette Bank, die Schweine. Ist wieder Sachschaden verursacht durch den Einsatz. Das machen die die ballern durch die Scheiben und machen alles kaputt hier. Ausnahmsweise sind wir nicht dran schuld. Will ich noch mal kurz anmerken. Wir sprengen nur die eine Wand hier weg, sonst nix. Wow. Ich hab gar nichts gesehen. So hat's gerumst. Voll falsche Tür. Einfach durchlaufen. Speedrun. Lass nicht mal durch hier im Treppenhaus. Wow, 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 wow. Packt man noch unter 15 Minuten locker. Alter. Ich kann schon sagen, werden die Taschen auch wenige? Nicht unbedingt. Okay, 15, das war ich doch ein bisschen eng.
What the fuck, Alter? So viele Taschen waren das doch gar nicht. Gott verdammt. Okay, doch, easy. Nice. Hätte, ja gut, wäre das mit oben nicht passiert, dann wäre es richtig gut gewesen. Jupp. Sorry. Und wieder einmal kommt das Ding nicht hinterher. Deswegen halte ich mittlerweile immer schon die Leertaste gedrückt. Nein, ich meine der Sound. Achso. Nice! Doppel nice! Duke, Safe und Panzer. Oh, scheiße, ich glaube, ich brauche. Nee, brauche ich gar nicht. Ich konnte die so aufmachen. Dann erst die Dings aufmachen gehen und dann. Musste rausgehen. Steam Inventor. Safe öffnen. Bestätigen. Ach, alle bestätigen. Komm, was Geiles. Also öffnen, schauen wir mal. Bullshit. Ich habe Auswahl zwischen Sword-Panzerung, Punisher und noch irgendwas. Ich habe Bullshit gekriegt. Okay, ich habe Sword-Panzerung. Großer. Okay. Dark Souls 3 Parodie, Fallout 4 Parodie. Okay. Warte mal, gab's da ne... war das nicht so cartoonmäßig? Fallout 3 Parodie mit 24 noch was? So. Denkst du, wir kriegen das nochmal hin? Aber... Auch das stimmt. Scheiße. So, kannst du joinen. Ich schau mal ganz kurz, ob es das ist, was ich... 25, 23... Ja, das ist das. Hey, das habe ich schon Ding gesehen. Wie heißt auf YouTube. Auf der Startseite. Da ist es gerne mal drin gewesen. Das war da eine Dude in so einem Ritterhelm, wo dann, glaube ich, irgendwie hier den Mittelfinger zeigt. Soler, glaube ich, den Mittelfinger zeigt. Ich glaube, irgendwie sowas. Halt, was mache ich denn? Also, gesehen habe ich das Video nicht, aber... ist mir schon begegnet. Können wir? Ja. Overkill. Boah, nice. Alles so Payday Soundtrack. Ich lerne auch nicht dazu. Don't alert the guard. Don't get caught on tape. Guten Tag. Okay, hier ist schon mein Kasten. Here it is. Oh je. Oh, und hier ist Security bei mir. Don't alert the guard. Soll ich schon mal ausschalten, oder? Soll erstmal den Typen suchen. Kann man schon denken, wo er ist. Unten. Guard. Oder auch nicht. Guard. Guard, stay alert. Oh, das ist ja immer knuffig, das Ding.
Da ist noch eine Statue. Okay, ich mach's schon mal Security hier. Damit wir von Kameras Ruhe haben. Nicht bei mir. Oh boy. Ach. Ich hoffe nur, dass man den da unten nicht findet. So, zweite Box wird gerade verdrahtet. Halt zu früh abgebogen. Vor allem irgendwie Sexismus, aber so richtig. Achso, okay, ja. Oh, noch dort hinten. Ach du Scheiße. Ja, da hinten ist ja der Safe-Eingang. Ah, okay. Ja, was ich meinte, ist halt irgendwie ein bisschen voll der Sexismus. Es ist halt Contact Man und steht dran Contact Frau. Ja, mein Gott. Es gibt den fucking Feministen nicht noch Kanonenfutter. Wie war's? Gleichberechtigung für alle, damit ich auch den Frauen-Dropkick in die Fresse verpassen kann? Das sieht ja fast aus, wie als ob der dann Facebook irgendwie aufhat. Soll ich, oder? Ja, ja. Ja, ich wusste ja nicht, ob du jetzt fertig bist, oder? Oh! Das war knapp. Alter. Haben auch beim letzten Mal nicht draus gelernt, wa? Das ist einfach das gleiche Passwort nochmal drin. Jo, Wachmann. Oi, 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 ich bin vorbei. Oh, 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 da ist noch einer. Jetzt wäre ich fast. Jetzt hätte ich fast die Wache überrannt, ey. Wo sieht die eine Wache, die links bei dir sein dürfte? Da ist nichts. Gut. Ich schleiche da mal hinterher. Der sieht mich mit dem Hinterkopf, Alter. Ich fasse es nicht. Was stimmt nicht mit diesem Spiel? Ja, ganz geil. Diesmal hatte ich sogar Abstand gehalten. Toll, jetzt beantworte ich auch noch einen Pager. Ja, mal leise dann. Ja. Einer von uns beiden ist ja im Idealfall schneller fertig. Und eigentlich sage ich ja immer, wenn
wenn ich das nicht mache und du das machen sollst. Okay, alles gut. Wir haben anscheinend noch einen. Oh Gott. Da unten ist eine Wache passiert. Ja, weil bei mir sah es so aus, wie du bist über die Leiche gerannt und weiter der Frau hinterher. So nach Motto, hier mach du, ich hab keinen Bock. So, wir haben jetzt 3 Kills, ne? Einen haben wir noch, anscheinend. Weil bei mir hat er gesagt, ja, ist alles gut, alles okay. Die Wache steht ja auch richtig geil, ne? Fucking Matrix-Raum, ey. What the fuck? Ey, komm, da muss ich jetzt aber auch hin, weil ich muss hier nach der zweiten Schlüsselkarte suchen. Dass der mich dann durch den Monitor durchsehen kann. Ist doch Bullshit. Die konnten auch damals nicht durch. Ach komm. Bin immer noch für Diamantenraub. Machen wir danach. So. Tresor ist links. Bankmanager schon mal nicht bei mir unten. Oben ist er auch nicht. Also auf dem Balkon oben nicht. Bei den kleinen Büros unten auch nicht. Der ist bei der Sitzung mit dabei. Mhm. Alter. Leg dich hin jetzt! Sonst knall ich dir! Jetzt bist du tot, hast du Pech gehabt. Legt sich hin, steht wieder auf, legt sich hin, steht wieder auf. Ja, so war es auch vorhin bei mir mit dem Bankdirektor. Ich hab ihm die Chance gegeben. Wer nicht hören will, er muss sterben. So, dann mache ich mal schnell hier Security. Komm. Kameras aus. Gut. Schlüsselkarte hast du? Yep, komm sofort. Vorsicht, Wachmann. Yep. Nummer 2 bin ich gerade dabei.
detectors need to be shut down. I can do that by disabling the power. Look for circuit boxes. Zerstör aber deine Tastatur nicht. Nee, nee. Beim Hacken. So, follow. What the? Echt jetzt? Echt jetzt? Oh, das ist doch zum Kotzen. Die eine Wache ist doch da geradeaus weitergegangen. Ja, wie gesagt. Die sehen hier alles. Auch was hinter denen abläuft. Nö, weil ich war ja hier am Balkon geduckt. Und die eine Wache habe ich gesehen, laut Markierung, der war schon hier. Und dann bin ich gerade hier und dann auf einmal stand er hier und hat mich da an der hinter der Pflanze gesehen. Und da ist er gerade noch die zweite. Ja, warte mal. Pass mal auf. Die gehen aber auch teilweise, wenn die jetzt hier entlang gehen, gehen die teilweise hier so und dann hier irgendwie halb durch die Wand da so durch. Und die laufen extrem komisch hier auch. Ja, weil, nee, der ist bei mir hier mit der Markierung gewesen, hier. Und auf einmal stand er auf einmal hier und hat mich durch die Pflanze gesehen. Und da habe ich den niedergeschossen und auf einmal stand hier noch eine Wache. Achso, ja, Metalldetektor, noch ein dritter. Der dritte hier Kasten habe ich noch nicht gefunden. Ah, hier. Der Safe war rechts, hast du gesagt. Ja, dann müssen wir halt links, da wo du bist, runter. Kannst auch rum runterspringen, ne? Verdammt, mach du mal den nächsten. Weil ich immer auf Anhieb hatte, oder was? Glaub, Fail, oder? Ja, wieder nur ein Kill unten. Das gibt's ja wohl nicht, ey. Wie war das doch beim ersten Versuch? Verdammt! Alles niedergeballert und dann... Ah, scheiße, wir waren too greedy. Da kommt Wachmann! What? Wie haben die das jetzt da unten... Ey... Ich dachte gerade, wie kommt denn der Wachmann hierher? Ich will das auf Stealth schaffen hier. Ah, halt, hier ist die Tür. Tresor ist rechts. Hab ihn. Fick dich! Komm jetzt hier wieder rein. Okay, hier ist schon mal ein Kasten. Ich probiere da mal hier ungesehen vorbeizukommen, ne? Guard, back off. Look, it's another guard. Hey, careful. We got guards all over the place. Holy shit. Weniger Zwiebeln essen, mein Junge. Alter, weißt du, wo ich da hochlaufen musste gerade?
behinderter Wachmann. Ah, hier schon mal die zweite Box. Ja, Kameras sind noch nicht deaktiviert, weil zwei Wachmänner gerade so blöd stehen. Ah, okay. Der eine Wachmann bleibt kurz stehen und dreht sofort wieder um, deswegen. So. Ja, die anderen zwei Boxen, die sind dann noch bei mir. Hinten. The fuck? Neben dem PC sind so Post-it-Zettel manchmal, ne? Und auf einem der Post-it-Zettel, da sind so zwei Post-it-Zettel direkt nebeneinander, gleiche Farbe. Und dann steht da so Dating Bus-Drivers. Alter. Hier steht auf Busfahrer. Why not? So, Kameras sind übrigens aus. Die wachen nicht. Ey, bitte keine Wache jetzt, bitte keine Wache jetzt. Ansonsten drehe ich am Rad. Die Wache ist bei mir gerade noch. Na, ich warte lieber. Yep. Na, dem nicht. Aber es ist so richtig laut niesen, so Hatschi! Alter! Entscheide dich doch mal jetzt, wo du lang gehen willst! Meine Fresse. Sowas sehe ich bei mir auch dann und dann war ich hier, da habe ich gesehen und dann auf einmal dreht er wieder um. Na, guck, wie der das so läuft. Teilweise die dümmsten Schlangen, als hätte er vorher 6 Flaschen Schnaps gesoffen. Nur 6 Flaschen Schnaps. Ja, 3 Liter Bomben. Okay. Guard, stay quiet. So, die letzte Box ist eh dort hinten. Zwei Kills haben wir, glaub noch. Ich hab bisher noch keinen gekillt. Zwei Wachmänner. Ja, da bleibe ich lieber erstmal stehen. Hello? I can open the gates, but we can't go using my code on the keypad. You need to find another. Alright, Kang. I found some terminals that might have a suitable code. I need you to run a little hack on them. Okay, searching. Watch out, the guard. Du machst es schon da unten, ne? What up? Reports, but no codes. Try the next one. The guard, back off. Come on, let me see what you got. Schnell verstecken. Here's the code. 1138. Oh. Mann, wieso sind die ganzen Wachen überall, wo ich bin? Ich glaube, ich bleib nachher extra da oben stehen, damit unten alles voller Wachen weg ist. Da musst du die ganze Arbeit machen, aber passt schon. Oh, da toll, jetzt ist da oben eine neue... Nee, halt mal. Da oben ist keine neue Wache, die läuft immer noch da rum. Ah, okay, gut. Wollte schon sagen. Und ich weiß, haben die keinen Schichtwechsel. Hey, watch out, the guard.
Okay, jetzt heißt es warten. Weil. Ah, okay. Bei mir hat er nämlich das letzte Mal. Müssen wir warten, bis sie die weggelockt hat. Genau, nicht zu creepy. Ich hatte die Wache im Auge. Ich mach einen Lichtschranke extra für die Wache. Ich glaube, wir können. Okay, the code will open these gates. The vault is on the other side. Hab schon. Wie schnell der vor allem eingeben muss, ne? Vor allem der Kracher, ich springe gerade so runter und dann lande ich durch einen Metalldetektor. Wie viele Kills haben wir jetzt? Zwei. Ne, einen. Das da unten war ja der Bankdirektor. Ist ja auch mal geil, deine Schuhe sind, weißt du, so voll Anzug und so, und deine Schuhe sehen aus, als wären schick normale schwarze Turnschuhe. Du trägst bei mir irgendwie solche komischen Sprünge. Ich trage aber auch keinen Anzug. Und er ist mir zu riskant. Ich lieber dahin. Dann sieht er mich da irgendwie noch an der Ecke. Weil ich zu dicht dran stehe. Mann! Geht doch. Don't get caught on tape. Check the guard. God, watch it. Careful, guard. Watch the camera. God, stay alert. Mach mal was. Wegen den Kameras. Oh fuck. Oh fuck, da ist ja auch noch einer. Bin bei der Security. Mhm. Soll ich ausschalten? Ja. Ja, ja. Ein Kill haben wir anscheinend noch. Oh, gerade abhusten müssen. Erstmal was trinken. Gut, ich hab Schlüsselkarte. Geht sofort los. Okay, go vor. Nein, warte. Kannst, glaube ich, auch die Kamera benutzen. In die Scheibe gedrückt. Holy shit, ist auf einmal rot, viel rot geworden. Ja gut, im Obergeschoss halt. Oh shit. Okay, ich bin soweit. Michael? Ja? Ich bin soweit. Ich hab doch schon reingetan. Oh fuck. Scheiße, jetzt auch noch beide. Der eine hat aber den offenen Tresor gesehen. Einer hatte den offenen Tresor gesehen. Kein Gold. Schade. Du hast den ersten Stör, oder? Ja. Ja. Weil du hast bei mir auf Ding gewechselt. Ich habe auch keinen mehr. Ja, ganz geil. Stimmt ja. Ja. Dreck.
Können wir vergessen. Warum reagieren die jetzt auf einmal da auf den offenen Tresor? Das haben die ja sonst nie gemacht. Oder wir haben oben niemanden gekillt. Wirklich gar niemanden. Und haben unten aufgeräumt. Oder wir haben es immer nur auf normal geschafft. Weil ich habe keine Ahnung. Weil ich habe nämlich nichts dran. Warte, ich guck noch mal. Klassiker. Weltzentralbank. Weil ich habe noch nichts dran stehen, dass wir es auf schwer, sehr schwer, Overkill, Chaos. Ja, ich schon. Vielleicht war da dann wieder so ein Ding, wo ich hatte ja damals mal, wo ich mal eine Zeit lang gespielt hatte, wo ich dann ein, zwei Mal oder so in so eine Hacker-Lobby reingekommen bin. Auf einmal. Vielleicht war das dann eine davon. Ganz schön. Achso. So. I'm ready. Ich glaube, es ist der falsche Diamantenraub. Den habe ich nicht gemeint, sondern wirklich den DLC-Ding, weißt du? Vom Zahnarzt. Ach so. Tipp, wieder raus. Den geilen Diamantenraub. Nicht den nostalgischen, den geilen. Erstmal auf normal. Mhm. Ich wollte irgendwie in Ding rein. Durchs Fenster. Und dann. Ja. Die Zivilisten unten irgendwie alle in so einen Raum rein verstecken. Is where opportunity meets preparation. Oh, wie war denn das nochmal mit der Überwachung? I like the way you're thinking. I'm sure this will come. Ich glaube, hier hatten wir eine. Wir hatten da sogar zwei. Allgemein mehr Kameras hatten wir da. Weil es da ja gefährlich war, quasi. Oh, passt schon. Let's put this boat in the water and find out if it leaks. Aber zusätzliche Kameras. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Oder Spionkameras. Die waren nicht gegen uns, die zusätzlichen Kameras, soweit ich weiß. Oh, hoffen wir es mal. Sehen wir dann. Die sind immer über die Fenster gegangen, das weiß ich noch. Ja. Stimmt, der Kameraschleife. Das
haben wir hier immer gemacht. Die haben wir, glaub, alle immer. Down on the ground. Down. On the deck. Good thinking. Sometimes taking a hostage is the only answer. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie viele Zivis es waren. Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, die Security war auch teilweise beschissen im Hotel versteckt. Ach, im Hotel. Im Museum versteckt irgendwo. Fuck. Astreiner Headshot. Fällt auch gerade ein. Wie dumm sind wir eigentlich, wenn wir doch sowieso Leichensackkoffer dabei haben, warum wir die sonst immer gekauft haben und benutzt haben, anstatt unsere. Jetzt mal ganz ehrlich gefragt. Weil wir das Geld haben. Weil wir dumm sind. Weil wir das Geld haben. Sonst wären wir aber teilweise nicht immer total, was weiß ich, kompliziert zurückgeschlichen zum fucking Koffer. Ja, es stand ja immer bei mir bei gestern ECM Störcenter / Leichenkoffer. Ja, aber trotzdem. Ach stimmt, die Kisten waren alle oben, glaube ich. Nee, nicht alle. Es gab hier unten auch welche, glaube ich. Die Frage ist jetzt halt nur. Aber hier unten ist jedenfalls schon mal nichts. Wo? Also hier unten schon mal nicht. Hilala. Jo, gute Nacht, Iron. Schön, dass du hier warst. Gute Nacht. Über Facebook gibt's dann Bescheid. Facebook wann, und Twitter. Wann Dingens. Dann muss ich dir auch mal demnächst wieder die Twitter-Daten geben, wa? Ja, weil ich habe versucht, mich bei Twitter einzuloggen und Passwort oder E-Mail sei falsch. Mhm. Gebe ich dir dann demnächst mal wieder nachher. Okay, Laserbarrieren. Hey, look out. What? Wo kommt denn der jetzt? Och, come on! Ich ballere hier rum! Der hat aber auch direkt geschossen. Der hat nicht irgendwie gesagt, so Hände hoch, sondern direkt geschossen. Ja, auf jeden Fall. Ich denke mal ab 19 Uhr, denke ich mal wieder, wird gestreamt. Ja, vielleicht werde ich vorher noch ein bisschen was machen. Zack. Du machst die Dings. Nee. Doch, doch, das war schon richtig. Ach so, okay. Ja, ansonsten, wenn du uns ja hier gefollowt hast, dann siehst du ja sowieso hier alles, ne? Genau. Wenn wir online gehen. The front door is right there, but there's maybe other...
Echt jetzt? Geht doch nicht mehr alarmlos, wenn man auf die Scheibe schießt. Ich hoffe, bei Payday 3 gehen die hin und man kann so was einstellen wie Voreinstellungen für diverse Missionen, wo du sagst, Voreinstellung 1 hier übernehmen, wo du dann gespeichert hast, wo dann alle Vorteile sofort so vergeben sind, wie du es in den Voreinstellungen quasi. Und du weißt, was ich meine. Ja, aber ich glaube nicht, dass es. Wenn es überhaupt zu einem dritten Teil kommt, sagen wir es mal so. Mit 50 Erweiterungen und DLCs. Wie gesagt, erstmal muss es zu Payday 3 kommen. Hat immer noch keine E-Mail gekriegt von Microsoft. Fuck you. Alter, ernsthaft? Ha, keine Kamera hier. Dafür läuft aber hier eine Wache rum. Und dafür ist auf der anderen Seite dann die Kamera. War, glaube ich, immer so gewesen. Und die Kamera ist übrigens da, wo die Wache gerade steht. Das war knapp. Okay, das ist wieder die eine blöde Tuss. Nehme ich gleich mal als Geißel. Das war knapp. Schlüsselkarte hat die. Nice. Hier war ja sonst keine Küste mehr zum Verdrahten. Oh geil, die alte liegt ja natürlich so blöd. Komm her. Follow me. Und jetzt leg dich hin. Genau so. Nö, keine Küste zum Verdrahten. Nope, bei mir auch nicht. Oh geil, jetzt kommt der nächste Zivilist runter. Holy shit. Ah, okay, das ist die Baustelle, wo hier mal ein Museum gewesen ist. Das ist eine Weltkriegsausstellung. Quasi ein Easter Egg von deren anderen Spiel. Ach, das Raid World War. Yep. On the deck. Don't blink. Follow me. Zivi oder was? Ja, ja. Die hat auch eine Schlüsselkarte. Ich hab die Security hier. Follow me. Kamera aus. Also wie gesagt, bei mir hat es noch eine Schlüsselkarte unten. Oh yeah. Wofür hat man die noch mal gebraucht? Oh! Zwei Schlüsselkarten hast du, glaube ich, für die eine Tür gebraucht zum Diamanten. Jetzt ist da unten auch noch ein Wachmann.
Gerade wo ich die Tür knacken wollte. Denke, warum schlägt er aus? Und dann gucke ich nur und dann sehe ich so, ah, Bachmann. Aber er verschwindet wieder. Okay, das wird scheiße knapp. Oh. Oh shit. Nee, scheiße. Auch noch ein Zivi im Hof. War schon immer Zivis hier unterwegs. Hier oben. Okay, der hat mich nicht gesehen. Alles cool, alles wieder sauber. Puh. Leichenkoffer sei Dank. Alter, das gibt's ja wohl nicht. Aha. Ich kann noch nicht mal. Ach nee, halt, das waren ja andere Dinger, die ich. Ich kann's jetzt doch noch gar nicht machen, weil wir jetzt den ganzen Scheiß hier erst umvertraten müssen, bevor der Alarm hier noch losgeht, Kollege. Hier ist ja nur Haupteingang. Wo ich aufknacken könnte, aber lass ich mal besser. What the? Hab den letzten Kasten. Mhm. So, wo war die zweite Karte? Unten im Lager. Aber du musst aufpassen, weil da manchmal so ein Wachmann wahrscheinlich rumstiefelt irgendwo. Da links, Wachmann. Dass der noch nicht da die Geißeln gesehen hat. Okay, das war. Ah, warte. Ja, auf dem Gang. Da draußen ist die Schlüsselkarte hier. Das war der letzte, glaube ich.
is just being a fuckwit. Da ich mal hin. Mal gucken. Ja. Da warst du zu fix. Ja, den hättest du auch so nicht gesehen, da stand er direkt um die Ecke rum quasi. Echt jetzt? Ich renn schon. Just relax and stay put. Der hat ja auch eine Schlüsselkarte. Stay where you are. On that deck, people. Drei Kabelbinder habe ich noch. Oh. Alter. Mach keinen Flaxi. Ey, was kann ich? Die Wache steht hier direkt um die Ecke. Follow me. Da kann ich ja auch nichts dafür. Erste Schlüsselkarte benutzt. Wir müssen jetzt eine Minute warten, bis die Tür hier aufgeht. Solange verstecke ich mich mal. Bin ich safe. Hi. Hi. Hey, check out the guard. Na, jetzt kommt nämlich hier der ganze Spaß. Nochmal. So, ist die Schlüsselkarte. Warte. Jetzt wird der perfekte. Ah, nee, lieber nicht, lieber nicht. Na, weil da unten ist die eine Wache nicht. Weiß, ja, deswegen, dass ich dort, die ja hochkommt. Jetzt. Okay, die eine Wache, die kommt hier Richtung unser Versteck. Watch the camera. God, stay quiet. Don't hurt the guard. Hey, check out the guard. Be cool. Ich glaube, die Tür müssen wir dann noch aufknacken. Junge. Watch out, guard. Careful, guard. Don't bloody alert the guard. 14. Steht direkt über uns. Vorsicht, die eine Wache kommt runter. Naja, ich sehe es. Wache geht wieder da hinten lang. Careful, guard. Hey, guard. Guard. Hey,
check the guard. Hey, guard. Und jetzt kommt der erste richtige Spaß. Dass man hier nicht die Tür zumachen kann. Warte, mach mal den Laser aus. Und geh mal da weg, damit ich einen Screenshot davon machen kann. Okay, also. Boah, wie war das nochmal? Von unten nach oben oder von oben nach unten? Ich meine von unten nach oben. Dann probier's mal. Okay, noch einen. Noch einen. Links. Rechts. Links. Geradeaus. Rechts, links, geradeaus, rechts, geradeaus, rechts, what? Ja. Noch eins weiter. Links. Willst du mich verarschen? Doch Bullshit, das war richtig. Er hat da was entdeckt. Ja, du hast die falsche Platte angeblich ausgelöst. Nee, wer hat da was entdeckt? Keine Ahnung, wahrscheinlich ist ein Wachmann unten, die Geisel. Ja, du hast doch zu mir gesagt links, also bin ich auch da links gegangen. Ja, habe ich auch gesagt und das war auch nochmal richtig und dann hat Ben aber gerade gesagt, es wäre die falsche Platte, warum auch immer. Es war eigentlich richtig gewesen, die Scheiße. Aber den Fehler hatten wir, glaube ich, damals schon mal gehabt. Dass es angeblich falsch wäre. Ich glaube, deswegen hatten wir die Geisel auch immer in die Kammer reingesteckt, in die eine, die wir aufgesperrt haben. Nee, ich war gerade mal bei der dritten Platte. Ich hätte noch eins geradeaus zur vierten müssen. Und dann zu hoch. Na, ist jetzt auch egal. Der Alarm wäre früher oder später eh losgegangen. Wegen den Geiseln. Von daher. Ora. Sniper. Suck my dick, Sniper. Oh Mann.
Drill if it ain't drilling! Nur noch 16 Sekunden mit dem Bohrer. Na, ich bin ja zum Glück auf normal. Das sind die Bullen ja auch kein Problem. Komm zu Papa. What the? Looks like every cop is headed your way. You're not driving out. Light a flare, and we'll get you an air extraction. Come on, man. Get up the fucking weapon! What you need? Cops on! Wartet, bis der Hubschrauber eintrifft. Ja, ich muss noch kurz zur Tanke, bin in 3 Minuten da. Sniper. Kommt er in eine Tasche? Ja, ich hab ja schon eine Tasche. Ja, ich hab das. Wir hauen aber doch nicht noch mit den paar Taschen ab. Wir müssen die Taschen beschützen. Würde aber auch sagen, Feierabend, es sind auch schon wieder 2,5 Stunden. Yep. Außerdem werde ich gerade auch richtig müde, wie ich Sau. Ja. Linkes Auge zuckt schon so richtig schön. Kriegst du Farbe? Nee, nicht Farbe, Muster. Ah, doch nicht. Aber ich krieg Material, Glanz in Grau. Ach, schön. Ja, gut. Feierabend. Steve hat ja schon die Linkbombe rausgedonnert. Jupp. Was nichts anderes bedeutet als, wenn ihr mehr sehen wollt. Oder was heißt, wenn ihr mehr sehen wollt? Ihr könnt uns auf YouTube abonnieren. Kommentieren, gut bewerten und so weiter.
Twitch könnt ihr uns ein Follow hinterlassen, indem ihr oben rechts auf das Herzchen klickt, damit ihr Bescheid wisst, wann ein Livestream online geht. Ebenso folgt uns auf Facebook und auf Twitter, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wann wir Livestream beginnen, wann Video und so weiter und so weiter und so weiter. Gut, das war's von meiner Seite aus hier. Euer Maikaff. Und euer Steve. Ciao, bis denn. Ciao. Ich hau den hier aber auch mal ab, ne? Alles klar.